Liebe Zuschauer, herzlich willkommen heute wieder auf unserem Ausstellungsgelände in Ottobeuren. Jetzt kommt wieder der Frühling und der Sommer und vielleicht suchen Sie noch nach einem schönen Schattenplatz in Ihrem Garten. Wenn Sie nicht unbedingt auf einen Sonnenschirm zurückgreifen möchten, dann ist vielleicht gerade so ein offener Pavillon für Sie das Richtige. Wir haben hier unseren offenen Pavillon Livorno, den Sie sich übrigens auch auf unserer Homepage hummel-blockhaus.de Typenhäuser, offene Pavillons online konfigurieren können. Wir bieten hier natürlich jedes Maß an, was Sie möchten, weil wir fertigen individuell nach Kundenwunsch. Wir haben hier eine achteckige Variante, das heißt, er hat hier 8 Ecken mit einem Durchmesser von 4 Metern. Und Sie sehen das schon, das sehen Sie nachher schon, wir haben wirklich eine ganz, ganz massive Bauweise. Also diese Pfosten, die hier übrigens immer verleimt sind, das heißt, wir verwenden hier verleimtes Holz, das einfach für optimale Stabilität und Standfestigkeit steht, ist wirklich ganz massiv. Wir haben hier dann geschwungene Bügen, die dann einfach auch nochmal optische Akzente setzen. Als Boden haben wir jetzt hier ein Holz-Kunststoff-Gemisch verwendet. Anthrazit, aber hier können Sie natürlich auch richtige Holzböden haben oder andere Farben, je nachdem, was Sie es möchten. Oder Sie können hier natürlich auch einen Steinbelag selber setzen oder von Ihrem Garten- und Landschaftsbauer setzen lassen. Wie gesagt, 4 Meter, 8 Ecken mit einem hochwertigen Bitumenschindeldach gedeckt. Das ist jetzt in diesem Fall Anthrazit. Gibt es auch einen ziegelroten Farbton oder in vielen anderen Farbtönen. Da beraten wir Sie natürlich individuell. Und das sind jetzt Bitumenschindel, die geschwungen sind, also das heißt, die haben diese Biberform, gäbe es auch rechteckig. Aber in der Regel bei so einem runden Pavillon möchte man natürlich auch, dass es stimmig ist, dann fehlt meistens diese Biberschindeln, die dann eben genau die Form übernehmen. Wir haben ihn jetzt hier in Weiß gehalten. Farblich können Sie natürlich haben in jedem Farbton, wie Sie es möchten. Das bedeutet deckende Farben, Weiß, Gelb, Rot, Grün, was Sie möchten. Oder natürlich auch Holzlasuren, wo Sie dann das Holz nur durchsehen können. Wenn Sie wissen möchten, wie das so ausschaut, schauen Sie mal auf unsere Homepage. Da haben wir viele, viele verschiedene Varianten, wie es der Kunde dann bei sich im Garten hat, wie es unsere Kunden im Garten haben. Da finden Sie viele farbliche Akzente. Mit einer hochwertigen Zinkdachrinne. Hinten brauchen wir dann in diesem Fall natürlich auch ein Fallrohr, das sehen Sie dann vielleicht hier auf der rechten Seite, das dann hier das Wasser schön ableitet. Könnte man natürlich auch in Kupfer haben, wenn Sie es möchten. Und ich zeige Ihnen jetzt diesen Pavillon mal aus nächster Nähe, damit Sie hier mal ein Gefühl dafür bekommen. Ja, liebe Zuschauer, also wie schon gesagt, 4 Meter, 8 Ecken mit diesem tollen Bitumenschindeldach oben in Anthrazit. Und ganz oben an der Spitze sehen Sie dann auch nochmal eine Abdeckung in Titanzink. Natürlich ist sie immer passend zur Dachrinne. Hier haben Sie dann die Dachrinne, die das Wasser schön ableitet. Und wenn Sie sich das jetzt hier schon mal anschauen, diesen Dachkranz, dann sehen Sie schon, also das sind ganz massive Balken. Das ist wirklich eine ganz massive Ausführung. Mit diesen geschwungenen Bügen und hier diesen massiven Pfosten, die alle aus Leimholz sind. Und die sind natürlich nicht rechteckig, sondern die sind natürlich auch passend zum Pavillon. Das heißt, die sind natürlich fünfeckig. Das sind zwar 3-4 Arbeitsschritte mehr für uns, allerdings schauen wir schon, dass halt wirklich jeder Punkt passt, dass die Details stimmen. Und hier schauen wir dann einfach, dass die Punkte wirklich für Sie auch wirklich passen. Das Dachgebälk ganz massiv hier mit einem Dachkranz nochmal. Und millimetergenau gefräst passen sich dann die Balken dann in der Mitte ein. Wie gesagt, weiß gestrichen. Und natürlich können Sie in diese Pfosten natürlich auch Elektrobohrungen reinmachen, sodass Sie hier dann nochmal Licht haben. Manche arbeiten hier wirklich auch mit Kerzen. Aber wenn Sie das elektrisch lösen möchten, dann können wir hier natürlich Elektrobohrungen reinsetzen, sodass Sie hier dann auch keine Kabel auf der Wand haben. Hier sehen Sie jetzt diesen Boden, das ist so anthrazites Holz-Kunststoff-Gemisch. Ist natürlich sehr, sehr pflegeleicht. Aber wenn Sie eher der Typ sind, der wirklich auf richtige Holzfußböden steht, dann können wir natürlich hier auch einen richtigen Holzfußboden reinsetzen. Oder wie schon gesagt, Sie können natürlich hier auch einen Steinbelag sich selbst dann reinsetzen. Wir haben jetzt hier nochmal Möbel von der Firma Weishäuptl. Das sind Teakmöbel, gibt es auch in verschiedenen Farben. Und die können Sie natürlich für den Winter natürlich auch sehr, sehr schön zusammenklappen. Das ist jetzt hier die
Weißhäuptl Classic Edition. Gibt es in verschiedenen Farben. Und wenn Sie das interessiert, schauen Sie mal auf hummel-blockhaus.de Service Gartenmöbel bei der Firma Weißhäuptl. Dort finden Sie dann hier unsere Prospekte und Preislisten. Aber natürlich könnte man hier auch eine super Lounge-Sitzgruppe reinsetzen. Der Platz ist wirklich vorhanden. Also hier haben wir natürlich großzügig Platz. Und hier sehen Sie nochmal diese massive Bauweise. Und das ist halt was Langlebiges. Also an dem Sie auch wirklich dann lange Freude haben und das Sie natürlich auch gerne, sehr, sehr gerne nutzen werden. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat dieser Einblick gefallen in unseren Pavillon Livorno. Wie gesagt, jede Größe ist möglich, je nachdem, was Sie möchten, weil wir machen es individuell, fertigen, wie Sie es möchten. Sie können natürlich diese Bügen, die Sie hier hinten im Hintergrund sehen, die können Sie auch gerade haben oder in jeder anderen Form. Da stimmen wir mit Ihnen ab, was am besten in Ihrem Wohnhaus passt, was am besten auf Ihr Grundstück passt. Ich kann Ihnen nur empfehlen, konfigurieren Sie diesen Pavillon mal online, hummel-blockhaus.de, Typenhäuser, offene Pavillons oder kommen Sie vorbei auf unser Ausstellungsgelände und überzeugen Sie sich wirklich von dieser Hochwertigkeit und von dieser Qualität, die wir liefern. Wir produzieren hier selber in Ottobeuren, das heißt, Sie sehen hier natürlich auch die Produktion und wenn Sie sie die Produktion natürlich anschauen möchten, dann führen wir natürlich Sie auch durch unsere Fertigung durch. Ich freue mich sehr, wenn Sie nach Ottobeuren kommen, wenn Sie sich unser Ausstellungsgelände anschauen. Wir haben hier wirklich ein sehr großzügiges Ausstellungsgelände mit vielen verschiedenen Gebäuden und auch unterschiedlichen Größen. Hier haben wir jetzt 8 Ecken mit 4 Meter. Wir haben hier auch ein Pavillon mit 3,20 Meter, mit 3,50 Meter, mit 3 Meter und mit 4,20 Meter. Also hier haben Sie wirklich eine große Auswahl an Facetten, damit Sie einfach hier mal ein Raumgefühl bekommen, damit Sie hier mal natürlich auch sehen, wie ist mein Bedarf. Wenn Sie nach Ottobeuren kommen, vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns, damit wir auch wirklich Zeit für Sie haben und bringen Sie vielleicht ein paar Fotos mit vom Grundstück, vielleicht einen Lageplan, damit wir Sie hier individuell und bedarfsgerecht beraten können. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie ihm bitte einen Daumen hoch und ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren oder uns auf Facebook, Twitter, Google Plus einfach folgen und uns weiterhin treu bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.